Heute probiere ich das Imperial IPA von Steam Brew. Herzlich willkommen zum Knöllisch Bierkanal. Heute gibt es das zunächst letzte Bier der Reihe von Steam Brew, von den Bieren, die von der Privatbrauerei Eichbaum aus Mannheim für den Discounter Lidl gebraut wurden. Ja, ich habe schon erzählt, das gibt eine Geschichte dazu, auf der Internetseite nachzulesen über Prohibition und Co. und um die Figuren, die darauf sind. Das geht hier bei dem Imperial IPA um den Jüngling, der einst den Meister verließ und dann zum Widerstand zurückkehrte. Ja, Imperial IPA, also etwas stärker eingebautes IPA, es hat 7,8 Volumenprozent Alkohol, ist damit das stärkste der sechsten, die ich probiert hatte, bei 16,8 Grad Plato, hat 45 IBU Bitterness-Einheiten und soll zu Lammkotelett und griechischem Feta-Salat gut passen. Als Hopfen sind drin Yellow Sub und Mosaik. Ja, ich kann nur empfehlen, holt euch mal ein paar von diesen Bieren, je nachdem, was euch so schmeckt, denn ich finde, die sind durchaus gut gelungen für einen wirklich guten Preis. Halt Discounter-Biere, aber für einen wirklich guten Preis. Es gibt wirklich Biere, die teurer sind, die weniger überzeugt haben. Die habe ich dann meistens auch nicht besprochen auf dem Kanal. Ich mach mal auf. Klickelikack. Das Glas. Das Bier. Eine schöne Bernsteinfarbe. Leicht hazy. Ja, leicht trüb. Schöner, feiner, weißer Schaum. Ja, riech auch mal. Ja, jawohl, sofort die Hopfenfracht. Mandarine, Orange. So diese Art von Zitrusfrüchten. Aber auch ein bisschen Malzigkeit zu spüren. Und tropische Früchte, die ich nicht so auseinanderhalten kann. Ja, sehr schön. Durchaus schön frisch. Schön. Gefällt mir. Dass es besonders stark wäre, könnte man jetzt so, oder könnte ich jetzt in der Nase so nicht feststellen. Ja, probieren wir mal. Prost. Auch im Geschmack eher so diese Orangen, Mandarinen, Noten eher süßlich. Bittere in den Seiten ist da durchaus. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, oh, 45 IBU, was heißt 45, ne? 45 IBU, das ist jetzt, ja, zu bitter. Das ist auf gar keinen Fall. Es ist schon sehr ausgewogen und schön. Ich denke mal, die Malzigkeit, die man nicht so sehr im Geschmack hat, wie es für ein IPA gehört, die bietet trotzdem etwas Gegenpol und hält es dann so ein bisschen im Zaum. Auch ein bisschen Blumigkeit, gewisse Blumigkeit dabei, ein bisschen Nussigkeit dabei. Ein sehr leckeres IPA. Das ist so am ehesten was, wo man dann mal sagen kann, okay, das nehme ich jetzt mal ganz in Ruhe. Lass mir Zeit dafür im Glas, auch vielleicht ein bisschen wärmer werden lassen und dann mal gucken. Doch, ich würde auch sagen, das ist das vielschichtigste, das anspruchsvollste vielleicht von den sechs Bieren, die ich hatte. Sehr interessant. Ja gut, IPAs sind so mal ein bisschen anstrengender. Und einfach mehr drin, sodass man ein bisschen damit, ja, sich beschäftigen kann. Ja, sehr lecker. Also, Experiment von Steam Brew Lidl Bieren geglückt. Ich fand sie alle sechs schön. Schreibt mir was in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde auf jeden Fall weiter Ausschau halten nach anderen, die noch erscheinen könnten von dieser Reihe Steam Brew. Und ja,
Lass mir einen Kommentar da, ein Abo und dann sage ich bis bald und Prost.